Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Zu diesem wunderschönen Vers aus Psalm 18 wollte ich heute den nächsten Podcast gestalten. Als er mir als Anknüpfungspunkt einfiel, war mir aber noch nicht klar, wie provokant aktuell er heute sein würde. Am Montag wurde von der Glaubenskongregation in Rom mit ausdrücklicher Gutheißung durch Papst Franziskus das Verbot für die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ausgesprochen. In der Begründung heißt es, dass solche Partnerschaften nicht auf den Plan des Schöpfers hingeordnet seien, also auf eine Ehe, die für die Lebensweitergabe offen ist. Deshalb könne der kirchliche Segen nur homosexuellen Einzelpersonen gespendet werden, die den Willen bekunden, in Treue zu den geoffenbarten Plänen Gottes zu leben. Das heißt, homosexuellen Einzelpersonen, die ihre sexuelle Orientierung selbst als falsch ansehen und deshalb sexuell enthaltsam leben. Gesegnet werden dürfe aber kein gleichgeschlechtliches Paar, denn, wörtliches Zitat, Gott segnet nicht die Sünde. Gibt es eine höhere, eine diskriminierendere, eine vernichtendere Mauer? Ich schäme mich zutiefst für meine Kirche, die Menschen zu Sündern erklärt, weil sie lieben, weil sie nach Ansicht der Kirche nicht den oder die Richtige lieben, die allen Partnerschaften den Segen verweigert, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe einschließen. Das betrifft dann also auch viele heterosexuelle Paare. Den Segen verweigern. Das heißt, die Heilszusage Gottes verweigern und Menschen zu Sündern abstempeln, weil sie lieben, weil sie gegen eine Sexualmoral vergangener Jahrhunderte verstoßen. Nein, das ist nicht mein Gottesverständnis, denn mein Gott ist ein Gott des Mit und nicht ein Gott der Ausgrenzung, der Stigmatisierung und Bestrafung. Mein Gott ist ein Gott, der Segen schenkt, aber nicht Segen verweigert. Und nein, das ist auch nicht meine Kirche. Denn dies ist eine Kirche, die lebensfeindlich über Menschen richtet und diejenigen als Sünder verurteilt, die doch nach dem Gebot Jesu leben. Liebet einander, so wie ich euch geliebt habe. Eine Kirche, die auf der anderen Seite für Verfehlungen und Straftaten in den eigenen Reihen keine deutlichen Worte findet, sie vielmehr zu vertuschen sucht und ihre Aufklärung immer wieder hinausschiebt oder unter den Teppich kehrt. Ich leide an dieser Kirche, an dieser Amtskirche, denn das ist für mich eine Doppelmoral und ein Schlag ins Gesicht von Menschen. Ich wünsche mir dagegen eine Kirche, die das Mit, die die Gemeinschaft mit Gott und untereinander feiert, die bunt ist und vielgestaltig, die offen ist und tolerant. Eine Kirche, in der ich mit meinem Gott Mauern überspringen kann. 40 Tage mit. Ja, womit denn eigentlich? Mit Scham, die mich verzweifeln lässt? Mit Wut, die neue Energie freisetzt? Mit Durchhaltevermögen, das mich trotz allem in der Kirche hält? Was meinen Sie?